Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brewmaster, der Bierbrausimulator, jawohl. Und ja, wir haben ja hier einen Job angenommen und Dunkle Materie heißt der. Es ist ein bisschen Strugglei, aber wenn man einmal irgendwie mal ein bisschen rausgefunden hat, wie es geht, dann sollten wir das hier locker hinkriegen. Ich habe mir hier die Zutaten schon mal bestellt. Die müssen wir hier, warte mal, wie kann ich das öffnen? Da, Viereck öffnen. So. Da haben wir Trow und Venacci, habe ich bestellt. Alles lagern. Jawohl. So, okay, Hammer. So, damit sollten wir das jetzt eigentlich hingekriegt haben. So, jetzt müssen wir anfangen, hier ein American Pale Ale zu kochen. Oder zu brauen vielmehr. So, warte mal, dann nehmen wir mal den Deckel ab. Heben den Topf mal hoch, packen da mal 21 Liter Wasser rein. So, Hahn öffnen. Das dauert jetzt wieder, ne? Warte mal. Wo sehe ich das? Hier. So, dann gucken wir mal. Oh, stopp. Oh. Okay, alles klar. Viel zu viel. Danke. Ciao. Stopp. Hahn zu. Ja, gut, okay, ne? So, füllen in. Wir müssen ein bisschen rauspacken wieder. Oh, nee, stopp. Füllen in, ein bisschen geht noch. Stopp. Ah, Mann. Aufhören zu füllen. Okay, wir packen es nochmal da rein. So, wir brauchen noch ein kleines bisschen. Ah, noch was. 21,04 Liter. So, ich glaube, damit haben wir es hingekriegt. So, dann ballern wir mal hier das hin. So 21 Liter haben wir. Was ich vorher nicht gepeilt habe, weil dass er da den Haken nicht setzt. Wir müssen das weiter machen, also selber machen. Und zwar L2 und R1. Boom, 21 Liter in den Braubehälter haben wir eingefüllt. Jawohl, sehr schön. So, Malzextrakt zu Braubehälter hinzufügen. Heller Malzextrakt 2,5 Kilo. Müssten hier drin, glaube ich, sein. Ist das Malzextrakt? Jawohl. Amber, die ist da heller. So, herausnehmen. Was war das? 2,5 Kilo, ne? Nee. Kann ich irgendwie weniger rausnehmen? Okay, nehmen wir mal 3 Kilo. So, 2,5 brauchen wir. Also brauchen wir hinzufügen. Okay, alles klar. Füllen in. Dann müssen wir halt ein bisschen aufpassen jetzt. So, erstmal da rein. Ja. Stopp. Warte mal. Ne, 500 Gramm müssen übrig bleiben. Ne? Ja, ja, ja. Na komm, füll noch ein bisschen. Ja, stopp, stopp, stopp. Okay, ein bisschen zu viel. Schade. So, aufhören zu füllen. Okay, Hammer. Weil wir den Rest packen wir erstmal wieder hier rein. Platzieren in den Kühlschrank. Jawohl. Und dann geht's weiter. So, Getreide zum Weichen zu Braubehälter hinzufügen. Ultra Pale Crystal. Getreide müssten wir, glaube ich, hier haben. Ne? Ultra Pale Crystal. 400 Gramm brauchen wir dafür. Ultra Pale Crystal, da haben wir's. 400 Gramm. Hammer. So, Getreide zum Weichen. Okay, Gegenstand platzieren. Ja, Hammer. So, Würze bis zum Sieden erhitzen. Kriegen wir auch hin. Wie kann ich ihn. Warte mal. Einschalten. Okay, alles klar. So, jetzt bis zum Sieden. Ja gut, dann müssen wir erstmal wieder hier Zeit vorspulen. Wir haben 13 Grad. Wow, ist jetzt nicht gerade viel. Müssen wir mal gucken, dass wir hier schnell auf 500 Grad vor allen Dingen, auf 100 Grad kommen. Na, fängt an zu blubbern. Na, komm. Klein bisschen noch. Kleine bisschen noch, Gummi. Kleine bisschen, ja, es blubbert.
Ja, komm, gib mir die letzten. Zieh! Komm, einer noch! Jawohl, sehr schön. So, Hammer. Okay. Getreide zum Weichen aus Braubehälter entfernen. Entfernen, jawohl. Schmeiß was direkt weg. Boah, ja, kein Mensch mehr. Hammer. Hopfen hinzufügen und 50 Minuten lang kochen lassen. Troy. Das ist, glaube ich, hier drin, ne? Wie viel? 20 Gramm. Ruggle, Polardown, Troy hier. 20 Gramm. Bestätigen. Gegenstand platzieren. Hammer. Sollen wir mal den Deckel draufsetzen? Vielleicht. Deckel kann nicht aufgesetzt werden, wenn sich irgendwie. Ah, okay, alles klar. So, und jetzt 50 Minuten lang kochen. Das heißt, wir haben 24, 34, 44, 54, 4, 14. Also um 14 nach. Mal die Zeit mal ein bisschen vorspulen. Stopp. Okay, Hammer. So, jetzt Hopfen Vinacci hinzufügen. Aber wie viel? Auf 50 Gramm. Oder wie viel mehr? 50 Gramm. Das ist Vinacci. Hammer. Auch noch da reinhängen. Gegenstand platzieren. So, also warte mal. Und dann aber 10 Minuten, also bis um 24. Sparen wir die Zeit wieder ein bisschen vor. Hammer. So, okay. Hopfen aus Braubehälter entfernen. Zack und zack, Hammer. Können wir direkt wegschmeißen. Brauchte keine Menschen mehr. Weg damit. So, haben wir auch erledigt. Würze auf 20 Grad abkühlen. Okay. Kann ich den Kochherd ausschalten? So. Boah, es dauert jetzt, ne? Dann sollten wir mal wieder die Zeit vorspulen. Auf 20 Grad. Jutsch, kein Problem. Da müssen wir halt ein bisschen warten, ne? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, 5 Grad noch, komm. Na komm, ja, die letzten, das letzte Grad hier, die letzten anderthalb. Komm, da geht noch was. Und da geht ja noch was. Kann ich jetzt eigentlich, ne, kann ich nicht. Ich wollte sagen, kann ich jetzt hier direkt drüber hüpfen? Nein, kann ich leider nicht. So, 20 Grad haben wir jetzt quasi erreicht. Hätte ich da jetzt den Deckel drauf machen sollen? Das sind ja nur noch 17,75 Liter. Das wird irgendwie immer mehr, immer weniger, habe ich das Gefühl. Boah, der lässt sich aber echt Zeit, ne? Okay, da haben wir es doch. Okay, alles klar. So, Hammer. Jawohl, so. Umfüll den Gärbehälter. Der müsste ja eigentlich hier drin sein. Ist das der? Jawohl, da ist der Gärbehälter. Wieso habe ich keinen Gärbehälter? Warte mal, wie kann ich den kaufen? Irgendwo konnte ich den noch kaufen. Wie ging das? Kann ich hier nicht irgendwie Sachen kaufen? Wieso ist denn überhaupt kein Gärbehälter da? Das ist ja die nächste Frage. Plastikfass. Davon haben wir eins.
Okay, warte mal. Ich gehe noch mal eben schon zu dem Rezept hier. Lesen, ab zum Katalog. Mittel. Gärbehälter klein, den brauchen wir. Zack, haben wir gekauft. Jawohl, danke schön. So, herausnehmen. So, da haben wir unseren Gärbehälter. Den konnten wir noch irgendwie drehen, ne? Weil irgendwo ist da so ein Schniepel dran. So, stellen wir den mal da hin. Kann ich ihn hier platzieren? Jawohl. Ah, da ist der Schniepel. Was ist das denn hier? Wo, hä? Hier steht doch einer rum. Gegenstand platzieren. Kann ich ihn irgendwie reinigen? Okay. Hier stand doch einer rum. Warte mal. Wo ist denn der Deckel? Ja, geil, haben wir zwei. Naja, gut, dann stand er jetzt hier rum. So, platzieren wir den einfach mal da rein. Macht ja nichts, ist ja kein Problem. So, umfüllen den Gärbehälter. Jetzt müssen wir hier aber erstmal den Deckel abnehmen. So, tu mal her. Und jetzt füllen in. Was? Warum kann ich den da nicht? Wo ist mein Bier hin? Warum kann ich da nichts reinfüllen? Moment, kann ich das? Stellen wir mal dahin. Hochheben. Ah, jetzt. Okay, alles klar. So, rein mit dem Zeug. Wow, nicht so rumschütten. Sind nur 16,1 71 Liter, ne? So, warte mal. Stellen wir da rein, den brauchen wir sowieso wahrscheinlich wieder. So, Deckel drauf. Ah ne, Deckel runter. Wir müssen nämlich noch. Oh, halt, stopp. Haben wir. Hefe hinzufügen. Hefe, Sokal-L. 150 Gramm. Okay, herausnehmen. Sind das jetzt 150 Gramm? Ich weiß es nicht. Oh ja, guck an. Das sind 150 Gramm. Perfekt. So, dann wollen wir die dann direkt mal komplett reinschütten. Jawohl. So. Schmeiß mal direkt meinen Müll, ne? Müll zum Müll. Deckel drauf. So, Hammer. Bei 20 Grad 15 Tage lang fermentieren. Also rein in den Kalender. 15 Tage. Im Sommer. Jawohl. Hammer. So, fermentiert ist es. Andere Zutat zum Gärbehälter hinzufügen. Dextrose, 170 Gramm. Warte mal, wo finden wir denn Dextrose? Ich glaube hier, ne? Dextrose, ja. Hammer. Wie viel ist denn das? 500 Gramm und wir brauchen 170. Das heißt, 330 bleiben übrig. Dann müssen wir jetzt mal aufpassen. Füllen. Okay. Ja, ein bisschen zu viel, aber ist egal. Warte mal, packen wir direkt wieder weg. So, und dann wieder den Deckel drauf, ne? Ja, Deckel aufsetzen. Hammer. Umfüllen in Konditionierungs.
Behälter. Wo haben wir den? Das ist der Konditionierungsbehälter. Nehmen. Und dann brauchen wir auch wieder den Schlauch. Nehmen wir auch. Weg. Nehmen wir nochmal so. Den platzieren wir direkt mal hier unten. Jawohl. Deckel abnehmen. Schlauch anschließen. Schlauch anschließen. Jawohl, sehr schön. Dann läuft der Laden da rein. Ungelöst. Was? Ach so, ich muss den Hahn öffnen. Jawohl, und rein mit dem Saft. Sehr schön. So, dann füllen wir das Ganze mal um. Wie lange dauert denn das jetzt? Warte mal. Alter Schwede, das dauert ja auch 100 Jahre. Zack. Oh, die Zeit ein bisschen vorspulen. Okay, alles klar, ist drin. So, Hammer. Warte mal. Hand schließen. Schlauch entfernen. Deckel aufsetzen. 21 Tage lang konditionieren. Okay, dann konditionieren wir das Teil hier mal auf den Tisch. Warte mal, kann ich den Schlauch reinigen? Schlauch anschließen. Nö, dann packen wir den einfach mal wieder hier rein. So, dann warten wir 21 Tage, ne? Kalender. Tage. Zack, vorwärts verschieben. Jawohl. 21 Tage später und wir haben ein freshes Bier. So, okay, konditioniert ist es. Bier verkosten und verpacken. Ja, wollen wir mal gucken hier. Das ging hier hinten. Na? Bier probieren, Gegenstand verstauen. Verkostungszusammenfassung. Das Bier hat den Verkostungstest nicht bestanden. Was? Die Chargengröße des Bieres ist zu klein. Die Zugabe von Wasser in den Aufbereitungshälter kann dieses Problem lösen. Ich habe mich schon gewundert, warum Dingens? Warum, warte mal. Tun wir den Topf hier. So, tun wir nochmal den Schlauch. Aber hey, ich habe mich ja schon gewundert, warum ich da zu wenig, sag mal schnell. Schlauch anschließen. Schlauch anschließen. Warte mal, wie viel brauchen wir denn überhaupt? 21 Liter oder nicht? Füllen jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rein. So, Schlauch entfernen. Deckel aufsetzen, mal gucken, ob das was bringt. Tu mal her. Aha. Geht doch. So, was haben wir hier? Ein relativ helles. Karbonisierung ist relativ hoch, ne? Extrem trüb. 18,4 Liter. Wie viel Liter brauchten wir denn da? So malzig, leicht malzig, ja. Frisch und sauber ist es gut, ne? Malzig süß. Hopfig bitter, die Rum, Grapefruit, Zitrus.
American IPA. Boah, 6,3% ist schon recht stark die Nummer, ne? So, für bestimmte Jobs kann es nötig sein, dass du einen bestimmten Bierstil brauen musst. Um diese Anforderung zu erfüllen, musst du hier den Stil auswählen. Allerdings muss es einer der fünf Stile sein, die am besten auf dein Bier zutreffen. Das war ein Ale, ne? Wenn du mit dem Verpacken des Biers fertig bist, kannst du es für einen Job einreichen oder zur was? Brauecke zurückkehren. Wenn du dich für Letzteres entscheidest, wird der fertige Konditionierungsbehälter zur späteren Verwendung in das Fassregal oder den Keller gestellt. Okay. So, wie nennen wir das? Keine Ahnung. American Ale, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. American. W-Ale. Willi Ale. Fertig. Bestätigen. So, Stil, American IPA. Das passt. So, Flasche haben wir, glaube ich, nur die eine, ja. Glas. In was für einem Glas wird das dann? Also amerikanisch halt, ne? Würde ich jetzt sagen. Wenn die Briten von Prince sprechen, denken sie wahrscheinlich, okay. Ah, hier, das ist ein IPA. Ja, dann nehmen wir das. So, ein Etikett. Das nehmen wir da. Wie kriegt man eigentlich hier, wie kann man die eigentlich hier freischalten? Was nehmen wir denn da? Ich glaube, das hier passt eigentlich ganz gut. So, Illustration, was kommt dahin? Ach so, da kannst du hier noch so ein bisschen was verändern. Farben und sowas. Ja, ich glaube, das passt aber erstmal. Damit muss man sich dann erstmal noch mal ein bisschen beschäftigen. Hintergrund, dies, das, Biername. Naja, das passt schon. So, Bier senden. Okay, um ein Bier für einen Job einzureichen, musst du es. Muss es die Anforderung erfüllen. Sobald ein Bier eingereicht wurde, verschwindet es. Aber du behältst eine Flasche, die du ausstellen kannst. Ach so, okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Biere für Jobs einzureichen. Auf den Jobseiten im Logbuch durch Interaktion mit dem fertigen Konditionierungsbehälter und durch Öffnen des Kellers. Dort kannst du auch alle deine früheren Biere ansehen. Okay, Anforderung, Chargengröße ist zu klein, was? Zitrussensation. Ach, Moment, für dunkle Materie reicht's nicht? Ach, wir können es dafür einreichen, für diese Zitrussensation. Ja, machen wir es da, ne? Zitro, die Organisatoren eines lokalen Essensfestivals suchen nach einem besonderen Bier für das diesjährige Motto Zitrus-Sensation und freuen sich über Beiträge von den Lesern des Brauermagazins. Glückwunsch, du hast deinen ersten Job abgeschlossen und das Tutorial abgeschlossen. Was als nächstes kommt, ein wenig Kick. Verhalten. Das hast du selbst in der Hand. Du könntest den zweiten Job in Angriff nehmen, mit anderen Bieren experimentieren oder sogar deine Brauecke im Gestaltungsmodus dekorieren. Wenn du bereit bist, geh zur Eingangstür, um die nächste Situation, um die nächste S S S Saison und den nächsten Story
Abschnitt zu Beginn. Viel Glück, Braumeister. Okay, alles klar, sehr schön. Bams, wir haben einen Job abgeschlossen. Ich habe auch jede Menge massig Trophäen bekommen. Und jetzt haben wir hier diese eine Flasche, die können wir jetzt hier irgendwie platzieren, oder was? Kann ich hier drehen? Hallo? Ich will dich drehen. Aber warum habe ich denn. Dieser blöde Schlauch, ne? Der nervt so. Moment. Packen wir ihn weg. Ich will diese Flasche da drehen. Ah, jetzt kann ich auch in die andere Richtung drehen. Ja, so kann man sie drehen. Jawohl. So, aber dann möchte ich die bitte dahin platzieren. So, steht die schön mittig. So, hier ist das hin. Ah, nee, das Fass ist jetzt weg. Wir haben jetzt hier nur unser Willi Ale, was wir ja ganz am Anfang gemacht haben. Von jedem deiner früheren Bier aus dem Keller holen. Alles klar, okay, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier doch einen guten Job gemacht. Ich bin zufrieden. Das ist unser Ale. Ale. Und ja, ich denke mal, damit kann man irgendwie in irgendeiner Hinsicht zufrieden sein. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, bewerten und kostenlos ein Abo da lassen, wenn ihr dabei bleiben wollt, was mich megamäßig freuen würde. Und dann schauen wir mal. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.